19,5 Grad, Sonne scheint, Fenster offen, herrlich. Hat sich heute Morgen gar nicht so abgezeichnet, dass es hier in Nebraska so warm wird. In 1 mile, keep to the right on US 281 and E2 I-80. Yes, I do. Ja, Ladung habe ich dran. Ist relativ leicht. 14.000 Pfund, ist ja nix. Lach ich ja drüber. Mal Fenster zu, oder? Hört sich das an. So, ja, nee, Ladung ist total leicht, 14.000 Pfund. Kann ich direkt voll tanken jetzt so und fahre dann einmal kurz über die Waage und dann ist gut. Und dann fahre ich los Richtung Westen erstmal auf der I-90 wahrscheinlich, für I-90, Interstate 90. Und danach fahre ich, weiß ich auch noch nicht, so schräg oben, schräg nach Nordwesten. In 1/2 mile, keep to the right on US 281 and E2 I-80, and then turn left in 700 feet. Danke. Ja, grobes Ziel ist natürlich Alberta in Kanada, aber ich habe noch nicht so richtig Routenplanung machen können. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe länger Zeit, aber plötzlich kommt der Anruf. Gerade mit meinen Eltern geskypt, da kam der Anruf, die Ladung ist fertig. Ja, nun bin ich völlig unvorbereitet. Auweia. Wir kommen auf der A9 Raststätte Frankenwald, liegt direkt vor uns. Hier gibt es lecker Nürnberger Würstchen, kann ich nur empfehlen. Ah nein, Quatsch, falsches Land. Ja, tja, sorry. Wetter hat sich gerade ordentlich zugezogen hier, sieht sehr düster aus, aber da hinten, da wo ich hin will, da sieht es schon wieder heller aus. 21 unglaubliche Grad Celsius. Mir ist so warm, ich habe schon Klimaanlage an jetzt. Ah, ist das schön. Schön gebaut, fein gemacht habt ihr das. Ja, und ich passe auch drunter durch, alles gut, jawohl. Und weiter geht's. Ja, da bin ich wieder und ich bin schon wieder runter von der Interstate. Ich bin jetzt auf dem Highway. Mal kurz zur Erklärung, eine Interstate ist sowas wie eine gute Autobahn. Highways sind meistens so Bundesstraßen, sowas wie hier. Landschaftlich durchaus nett und reizvoll, zum Fahren eher nicht so toll, weil man hängt dann halt mal hinter so einem vollgeladenen LKW, der so mit 50 Meilen den Berg hochkriecht und sobald er oben ist und man den überholen könnte, kann er wieder Gas geben, weil er ist ja schwer. Ja, jetzt kommt noch ein Schwertransport. Überbreite, yeah. Breit ist er? Oh ja, der ist ganz schön breit. Dann machen wir da mal Platz. Ah, geht ja. Speed warning. Nein, es ist keine Speed warning. Lass mich in Ruhe. Mach dich gleich aus, du. Reißt mir sowieso langsam. Ich schmeiß dich aus dem Fenster und aus, du. Vielleicht ist die Attraktion dieser Highways ja Überbreitenladung. Keine Ahnung. Boah. Da war jede Menge Platz, aber ich weiß, es sah nicht so aus. Ja, ich befürchte, die Scheibe ist schon wieder so dreckig, dass man das gar nicht so richtig sieht. Aber hier ist mal wieder wunderschön. Nebraska. Nebraska gefällt mir richtig inzwischen. Also Kansas, Nebraska und so. Kann es gar nicht oft genug betonen. Andererseits war ich ja auch noch nicht in Utah oder Kalifornien oder Nevada oder sowas oder Wyoming. Komme ich ja auch noch mal irgendwann hin, hoffe ich. Aber insofern finde ich es hier erstmal gar nicht schlecht. Warning ahead. Mann, halt doch mal die Klappe. Warum musst du immer reden, wenn ich rede? Das ist doch eine Frechheit. Ich tausche dich bald um, wenn es so weitergeht. Na, geht doch. So. So, jetzt bin ich wieder nach Norden abgedreht. Und ich hoffe, jetzt sieht man vielleicht ein bisschen besser durch die Scheibe. Wenn jetzt die Sonne nicht so gar so sehr aufscheint. Was uns hinter dem Hügel hier so erwartet, den ich gerade versuche zu erklimmen mit 75 km/h.
79. 79. 80. Ja, ein bisschen wie so eine Mondlandschaft, irgendwie mit den Schatten und diesen leichten Hügeln. Ich finde das echt angenehm hier. Entspannend fürs Auge auf jeden Fall. Das ist nicht so nervös macht. Habe ich auch alle Autos weggeräumt, die vor mir waren. Die einfach alle beiseite geschoben. Jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Feierabend. Feierabend in einem Truckstop. Und ich habe eingeparkt. Links Auto, rechts Auto. Nicht Auto, Truck. Was auch immer. Der Trick an der Sache ist, ich habe Schwein gehabt, weil da ist die Straße direkt. Ich bin hier reingefahren, habe eine ganze Runde gedreht. Der Truckstop ist ziemlich klein. Geht da hinten noch mal rum, um das Haus. Und dann war es das auch schon fast. Ja, ich weiß, die Scheibe ist dreckig. Und dann bin ich hier wieder auf die Straße raus und dann bin ich noch mal hier rein und habe halt diese Lücke hier vorher schon entdeckt. Und das Gute an der Lücke ist, man kann einfach bis zur Fuel Island, bis zu dieser PKW-Tankstelle vorfahren und muss dann nur noch gerade rückwärts rein. Und das war dann sogar für mich machbar. Ja, ansonsten ist der nämlich recht voll, muss ich mal sagen. So. Ich habe Feierabend gemacht, weil ich habe ja im Prinzip 2,5-3 Tage Zeit für eine machbare Strecke, nicht allzu doll. Ich habe schon wieder Fehler gemacht, ich habe heute mehrere Fehler gemacht, immer mit Papierkram. Das ist mir noch nicht so ganz geheuer alles. Es ist jetzt, mein Border Crossing ist schon geklärt worden, das kann man im Internet nachgucken, da gibt es so eine Seite. Da steht drin, dass ich geklärt bin, also quasi durchfahren darf. Aber ich habe einen falschen Grenzübergang genommen. Ich habe einen genommen, der mich jetzt über 110, 120 Meilen weiterbringt. Und man möchte natürlich so wenig wie möglich fahren und so viel wie möglich Zeit sparen. Man wird ja pro Meile bezahlt, aber nicht mit die Meile, die man selber fährt, weil dann würde ich ja nur noch über Paris, Rom, Erkner fahren. Man wird immer nach der kürzesten Strecke, mehr oder weniger nach so einem Programm, wird es da berechnet, bezahlt. Und wenn ich jetzt da so außenrum fahre mit 120 Meilen mehr, dann heißt das, ich bin einfach mal 2 Stunden auf der Straße, die ich nicht bezahlt bekomme. Und das muss ja auch nicht sein. Außerdem sehe ich dann halt wirklich nur Süd- und Norddakota und Saskatchewan. Und die schönere Strecke ist vielleicht, weiß ich nicht, über Wyoming und Montana. So wie ich eigentlich fahren wollte. Der Witz an der Sache ist, ich bin jetzt genau an einem Schnittpunkt. Jetzt muss ich entscheiden, fahre ich über den Grenzübergang, den ich geklärt habe, oder versuche ich das nochmal zu switchen. Und ich werde zu switchen versuchen. Heißt, ich werde morgen im Büro anrufen und hoffen, dass die Damen da mir weiterhelfen können und das ändern können. Also angeblich geht sowas, den Grenzübergang nochmal zu ändern. Man kann halt nicht irgendwo durchfahren. Man darf auch nicht da durchfahren, wo man nicht geklärt ist. Kann dann passieren, dass sie sagen, nö, du fährst jetzt zu dem, wo du geklärt bist und dann fährst du da nochmal einen Umweg von 500 Kilometern oder so. Das ist halt ein bisschen doof. Anfängerfehler wird mir bestimmt nicht noch öfter passieren. Und da fährt gerade ein Auto los, der hat auf seinem Dach irgendwas vergessen. Kaffeetasse. Pech gehabt. Licht hat er auch keins an. Ah, es ist wenigstens Licht an. Na gut. Ja, wie auch immer. Ich mache Feierabend, ich schneide noch ein bisschen an den Videos rum und dann geht's morgen frisch und munter weiter. So, das war's jetzt, genug gelabert. Ich freue mich schon auf mein kuscheliges Bett und ich hoffe, ich habe hier ein bisschen Ruhe, aber es scheint ein kleiner Truckstop zu sein, da ist es vielleicht nicht ganz so laut. Gute Nacht, bis morgen.